Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Ja, eigentlich wollte ich mich heute nicht nochmal melden im Video, aber YouTube ist eine gute Plattform, sage ich mal, um sich auszusprechen, um einfach was zu erzählen. Und ja, warum sollte ich es auch nicht erzählen? Übrigens fällt mir gerade auf, ich bin doch ein bisschen braun geworden durch den Urlaub. Aber mein Tag hätte heute eigentlich perfekt laufen können. So, ich bin den ersten Tag wieder arbeiten gegangen. Einfach alles tipptopp, komm nach Hause, alles tippitopp, hier unterwegs, was zu essen geholt, war zu Hause, hatte nichts groß zu tun, lag dann ein bisschen im Bett und dachte mir, komm, nimmst du noch ein Video auf, du hast ja einen neuen Tabak dir geholt. Und ja, dann hatte ich ein Video gemacht, ganz normal, hatte die Pfeife aufgebaut, bla bla bla. Und hatte dann, wie gesagt, alles stehen, hatte das Video fertig, hatte schon in den Rechner reingemacht, so, und hab geguckt, oh, sieht top aus, überträgst du schon mal, für meinen A, kannst du gleich noch ein Thumbnail machen, hier steht direkt die Pfeife, die Beleuchtung, die Lebensmittelfarbe, also die Farbe in der Bowl, alles tipptopp, machst du direkt ein Foto. Die Pfeife steht dort, ich stelle die Dose dort neben hin und dachte mir dann, okay, gut, die Fotos passen, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, schieb die Lampe, die Standleuchte hier, ein Stück nach hinten und irgendwie entweder hing der Schlauch hier fest am Stuhl oder weiß der Geier was, auf einmal drehe ich mich so und schieb die Lampe weg und ich höre es nur noch, wie es rutscht und springe sofort auf. Ja, auf einmal lag meine Cheshire Kylie 350 unten. Komplett mit Kohle, Kopf und allem. Also das ist normal so, wie es aussehen würde. Man sieht sogar oben ist noch komplett dreckig. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um alles sauber zu machen. Aber das sieht ja noch in Ordnung aus. Das ist ja die normale Dings. Aber ja, hier haben wir die schöne Bowl. So sieht die Bowl jetzt aus. Wirklich wunderschön. Also wie man sieht, das passt hier wirklich original. Das ist wirklich meine Cheshire Kylie 50. Ich könnte wirklich heulen. Vom Gefühl hat sich das Gewinde verzogen. Nee, ja, das ist denn meine Cheshire Kylie 50. Ich glaube, mit der zu Hause kann ich jetzt wirklich lassen. Also, sieht nicht wirklich ganz so geil aus. Jetzt muss ich bloß irgendwie hinkriegen, ohne dass mir das Glas hier runterfällt oder mir auf die Hand oder so. Nee, wirklich schönes Scheiße, sag ich mal. Also, der Tag hätte perfekt laufen können. Aber ich muss mich hier wirklich von einem alten Freund verabschieden. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Fun Fact. Ich weiß nicht, wie sowas möglich ist. Ich weiß nicht, wie sowas möglich ist. Aber mir ist die Pfeife runtergefallen. Der Schlauch steckte auch drinne. Aber die Pfeife ist so ungünstig gefallen, dass hier oben sogar im Schlauch ein Riss ist. Wie kann denn sowas passieren? Ohne Scheiß. Also dass die Pfeife ist so perfekt gefallen, dass hier oben einfach ein Riss ist. Es ist auch auf meine Matte hier vom Stuhl gefallen. Das heißt, also ich habe so eine Matte drunter, einfach damit sich ein bisschen leise anhört und keinen Kratzer hier in dieses scheiß Parkett oder weiß ich was das ist, Linoleum mache. Bin zu voll, mir einen Teppich zu kaufen. Dann genau, weil sowas denn passieren könnte. Und ja, da ist ein Loch drin und hier auch. Das ist wunderschön, sage ich mal. Aber jetzt kommt ja der Fun Fact überhaupt. Ich habe es schon auf Instagram verraten, aber man kennt's. Tonköpfe sind nicht geil. So, ich sag mal, wenn ein Tonkopf so aus, ich sag mal schon, wenn der kann aus so einer Höhe fallen, also 15 cm, ein bisschen mehr, 20 cm, wenn er da schon runterfällt, geht er kaputt. Mir ist der Tonkopf schon drei, viermal runtergefallen. Und es ist bisher nichts passiert. Der fällt ja mir von dort oben runter mit der Pfeife. Die Pfeife landet wahrscheinlich auf dem Kopf. Also die Kohlen lagen ja auch verstreut so. Und der Tabak auch. Aber das Einzige, was an dieser ganzen Scheißsache ganz geblieben ist, ist dieser Drecks-Tonkopf. Also wirklich Respekt an den Hersteller, dass man wirklich so einen krassen Tonkopf baut. Also wirklich mal, der ist schon, der sieht schon aus wie Sau, der müsste auch irgendwann mal gewechselt werden. Aber ich finde ihn einfach Hammer, weil er die Löcher oben am Rand hat. So, ich rauche mit dem mega gerne, sieht man jetzt nicht. Aber da sitzen die Löcher irgendwie perfekt und das Ding halt immer noch. Hätte nicht das Ding kaputt gehen können, der Rest kann ganz bleiben so. Ich muss mich jetzt um nur einen Schlauch kümmern, um ein neues Glas kümmern. Und ja, auf Instagram hat schon jemand geschrieben, es fühlt sich an, als ob ich hier irgendwo ein Glassplitter drin habe. Auf jeden Fall habe ich zwei in die Finger gekriegt und einen Fuß schon beim Saubermachen. Aber was ich noch erzählen wollte, ist, ich werde mich jetzt mal hinsetzen und mir Gedanken machen. Einer meinte schon bei Instagram, macht ihr doch eine Custom-Pfeife drauf. Bin ich eigentlich ein Freund von so? Aber da ich das Ergebnis von meiner 440 sehe, ich auch nicht sehr oft mit der 440 absolut, bin ich halt überlegen, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich mal Shishaya fragen, ob sie B-Ware Gläser haben, ob sie mir die verkaufen. Also Gläser, die einfach jetzt nicht optimal aussehen, wo vielleicht ein, zwei Blasen drin sind. So juckt mich denn im Endeffekt nicht, weil ey, die Pfeife kostet 200 Euro. So, wenn die jetzt 50 Euro für ein weiß ich was Glas haben wollen, was jetzt nicht mehr so ganz so top aussieht, dann ist es in Ordnung. Hauptsache, ich muss keine neue Pfeife kaufen.
Oder halt eine Custom-Pfeife draus machen. Ich könnte das Oberteil auch verlosen. Ich denke mal, da wären einige auch dafür, dass ich das Oberteil einfach verlose und man baut sich selber eine Custom-Pfeife draus. Aber vor allem, das mache ich nicht. Das ist immer noch meine Pfeife. Nee, ist eine schöne Scheiße, sag ich mal. Aber dass dieser Dreckstonkopf einfach das Ganze darüber lebt. Also, an der ganzen Pfeife hat wirklich nur der Kopf und halt die Rauchsäule mit Bass hat das Ganze überlebt. So, ja, mein Linoleum hat jetzt auch ein Loch drin, ein kleines. Und diese Platte, die hier liegt für den unteren Stuhl, hat jetzt auch ein Loch drin. Aber dieser Dreckstonkopf. Aber gut, ist mal eine Story aus dem Leben so. Ein kleines Real Talk-mäßig, Vlog-mäßig, ja, passiert, sag ich mal. Aber gut, ansonsten, Freunde, folgt mir auf Instagram, falls ihr nochmal ein Foto davon sehen wollt. Ja, das war's von mir. Ich höre jetzt rein. Ich war aber kurz wirklich davor zu heulen, Alter. Ohne Witz. Ich heule sonst nicht, aber da war ich so wirklich ganz kurz davor, weil ich mir dachte, nein, das schöne Geld und einfach nicht mal das Geld. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit der zu rauchen und ich habe so viele Videos mit der gemacht. Und seitdem ich den Diffuser da habe, seit der Messe in Berlin, ey, hat die noch mehr Bock gemacht. Ich würde die Pfeife auch immer noch empfehlen, weil es wirklich eine Top-Pfeife ist, aber man sollte sie nicht runterschmeißen. Das überlebt das Glas nicht. Aber heißes Wasser hat sogar das Glas überlebt. Aber runterfallen überlebt es nicht. Gut. Haut rein, Freunde. Euch noch einen schönen Abend, einen schönen Freitagabend. Macht euch ein schönes Wochenende. Mein Wochenende ist jetzt definitiv gelaufen. Werden wir jetzt wahrscheinlich trotzdem mal einen Kopf anmachen in einer anderen Pfeife, aber naja. Wahrscheinlich stand sie auch einfach nur schräg auf dem LED-Untersetzer. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, dass so ein Stück Abstand hatte und das deswegen ein bisschen ziehen und dann fällt es runter, aber ist mir im Endeffekt auch egal. Kaputt ist kaputt. Also, Freunde, haut rein. Ich wünsche guten Rauch, liebe Schicherfreunde.